wie mir dieses Spiel tierisch auf Eier geht. Das ist unglaublich. Hallo und willkommen zum Let's Talk dieser Woche. Und zwar möchte ich mit euch gerne drüber reden, was diese Woche alles so passiert ist. Wir kommen diesen Berg kaum hoch, weil unser LKW so ranzig ist. Komm. Und zwar, was war die Woche über los? Ich weiß, es sind wenig Videos gekommen. Ich muss kurz blinken. Berlin, Prag, will ich nicht hin, ich will nach Frankfurt. Wenig gekommen. Es tut mir auch wirklich leid. Ich habe es diese Woche anders nicht hingekriegt wegen meiner Ausbildung. Ich musste Berichte schreiben ohne Ende. Ihr glaubt das gar nicht. Also wenn ihr in der Ausbildung seid, ich kann euch nur empfehlen, macht eure verdammten Berichte. Wieso bin ich so langsam? Keine Ahnung. Jedenfalls macht eure verdammten Berichte, das ist so ein Abfuck, die nachträglich zu machen. Muss ich hier runter? Ich glaube ja nicht, aber man kann es ja mal probieren. Ich kann aber leider nicht Escape drücken, weil... ja. Ich fahr als Geister. Jo, jetzt sind wir Geisterfahrer auf dem Weg nach Frankfurt. Ich sollte aber nicht so viel über das Spiel reden, sondern mehr darüber, was so gelaufen ist in der letzten Zeit. Das Let's Play mit Freddy, also Grim Dawn, läuft nicht so. Ich weiß, tut mir leid. Okay. Toll, dass dieses Ding scheinbar überhaupt nicht akzeptiert, was ich mache auf meiner Tastatur. Danke. Kam jetzt schon zweimal nicht. Diese Woche auch wieder nicht. Ich komme einfach nicht dazu aufzunehmen. Es liegt an mir. Das tut mir leid. Freddy würde bestimmt gerne aufnehmen. Aber ich komme echt nicht dazu. Ich habe in der letzten Woche rund 200 Berichte geschrieben. Also, tut mir wirklich leid. Aber das ist auch egal. Wir sollten über die positiven Sachen reden. Wie zum Beispiel, hört ihr das? Also ich denke mal, ihr hört es, weil ich habe die ziemlich laut gemacht. Zumindest für mich auf Ohren. Hintergrundmusik. Und zwar Hintergrundmusik von NCS. No. Keine Ahnung. Warte. Steht hier nicht. Okay, schade. Also die ist GEMA-frei. Punkt. Das ist die Ausfahrt nach Frankfurt, glaube ich. Schon. Ne, nach Frankfurt kann ich auch gerade weiter aus. Okay, ich habe mir gerade geschrieben, ich sollte mich mehr konzentrieren. Muss dauern diese Talks immer Stunden. Also, ich versuche ab jetzt regelmäßiger zu machen. Ich bin umgezogen, das wissen vielleicht auch einige noch nicht, aber ich denke mal nicht, dass dieses Video überhaupt jemand gucken wird. Ich bin jedenfalls umgezogen und habe jetzt eine feste 100.000 Leitung, was mir sehr gefallen mag. Ich versuche wirklich jeden Tag mehrere Videos hochzuladen. Ab jetzt. Das heißt, für euch ist heute Sonntag, für mich ist heute Donnerstag, weil ich dieses Video natürlich schon mal im Voraus aufnehme. Montag kommt, Moment, Isaac. Montag wird Isaac kommen. Punkt. Dienstag kommt Grim Dawn. Mittwoch Borderlands. Donnerstag Grim Dawn. Freitag Isaac. Samstag Borderlands. Und Sonntag der Wochenrückblick, den ich hier gerade mache, den ersten übrigens. Und zusätzlich versuche ich, das kann ich nicht versprechen, aber ich versuche es jeden Tag, ein Multiplayer-Projekt hochzuladen, ein Random-Multiplayer-Projekt. Das heißt, ein Shooter, eine Runde Survival-Games, Shooter wie CSS, CSGO, was ich ja noch auf Lager habe. Was habe ich noch? SWAT 4 wollen wir wieder aufnehmen, vielleicht heute. Also ich versuche, so viel wie möglich hochzuladen. Damit ihr Content habt, damit ihr... Oh, ich sollte nicht auf der linken Spur fahren. Damit ihr was habt, was ihr gucken könnt. Guck mal, ich bin vor dir. Fahrzeug gerammt, der hat mich gerammt! Okay, das gibt leider Minuspunkte auf die Fracht. Naja, egal. Jedenfalls versuche ich jeden Tag damit zwei Videos hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss demnächst dann extrem viel vorproduzieren, weil ich für meine Prüfung lernen muss. Für meine Abschlussprüfung. Ich
Übrigens, keine Ahnung, warum diese Karre so lahmarschig ist. Ich weiß gar nicht, wie man runterschalten konnte und hochschalten und sowas. Das ist schon wieder viel zu lange her. Weiß ich nicht mehr, tut mir leid. Naja, jedenfalls so versuche ich mein Bestes, dann jeden Tag 2 Videos hochzuladen. Ich hoffe, das findet ihr gut. Das ist nämlich nicht gerade einfach für mich, sich an sowas zu halten. Das ist Warnblinker. Und ich hoffe, ihr seid dann da halbwegs mit zufrieden. Wie gesagt, das Ersatzprojekt wird immer irgendwas Randommäßiges sein, was ich worauf ich gerade Bock hatte. Das werde ich auch immer vorproduzieren müssen. Grim Dawn wird relativ zeitnah aufgenommen, weil Freddy und ich überhaupt nicht anders dazu kommen, wegen mir. Die Aufnahme ist übrigens auch für dieses Wochenende angesetzt. Also das Vergangene, was ihr jetzt gerade hattet, Samstag, Sonntag. Und ich versuche dann auch ab jetzt wöchentlich so einen kleinen Rückblick zu machen. Diesem Rückblick wird enthalten, was so bei mir passiert ist, wie zum Beispiel halt jetzt, dass ich die letzte Woche fast nichts gebracht habe. Dann wird das vielleicht bringen, so ein bisschen, was überhaupt in der YouTube-Szene so ein bisschen abging. Dann werde ich das aber nur mir von irgendwelchen YouTubern abgucken. Dann werde ich bei Mr. Trashpack die News klauen. Also ich werde mir einfach die News nehmen und ein bisschen darüber talken. Einfach nur so, dass ich mal meine Meinung dazu äußern kann. Was ist denn diese Woche gelaufen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe diese Woche gar nichts mitgekriegt. Rockstar's Stream letzten Sonntag war sehr schön. Sehr viel Spaß gemacht. Ich kann eigentlich auch so Privatsachen erzählen. Also so ein bisschen so, was ich gemacht habe. Ja. Und dann hoffe ich, euch gefällt dieses Format. Und auch die neue Hintergrundmusik von NSC. Ich komme gerade wirklich nicht drauf, wie der Shint hieß. Ich verlinke es in der Beschreibung. Es gibt eine Spotify-Playlist. Es ist GEMA-freie Musik und elektronisch angehaucht. Ist jetzt nicht unbedingt für jedes Video toll. Kumpel, ich muss mit Eisen gehen und dann hier blinken. Und dann muss ich darüber. Na, dann hoffe ich, euch gefallen diese Art von Videos. Und macht's gut, Freunde. Tschüss.